Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung hier von Seiten der TTS. Oder ich werde Ihnen heute vorstellen, wie wir für unser Unternehmen Evonik Industries konzernspezifische IT-Compliance-Themen vermittelt haben, beziehungsweise wie wir damit gestartet sind. Und am Anfang hatten wir erstmal die Herausforderung, wie können wir überhaupt IT-Compliance im Unternehmen vermitteln, welche Möglichkeiten haben wir? Und da ist es so, dass wir alle Mitarbeiter schulen müssen, sollen, weil es eine Entscheidung vom Vorstand gab. Und ja, das Problem ist, Evonik ist nicht nur ein Unternehmen, was hier in Deutschland angesiedelt ist, sondern ein weltweit agierendes Unternehmen mit ca. 33.000 Mitarbeitern. Wir machen Spezialchemie, sind da in mehreren Bereichen Weltmarktführer und haben natürlich dann halt auch sehr viele Mitarbeiter in unterschiedlichen Ländern. Ja, IT-Compliance ist ein großes Thema, das man über viele Themen oder über viele Themen stülpen kann. Natürlich mussten wir dann auch besonders für Evonik relevante Themen berücksichtigen. Wichtig war auch noch für unseren Bereich Compliance, dass wir am Ende unserer Schulung eine Lernstandskontrolle haben, damit auch nachgewiesen werden konnte, dass alle Mitarbeiter dieses Thema auch bearbeitet haben. Und was am wichtigsten war, dass jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, zu jeder Zeit an jedem Ort der Welt sich zu diesem Thema schulen lassen zu können. Wie Sie sehen, hier eine Weltkarte. Alle markierten Deep Purple Länder sind Produktionsstandorte von Evonik, beziehungsweise sind Mitarbeiterstandorte. Und wie man sieht, ist es ja eigentlich schon fast die ganze Welt. Von daher musste man natürlich auch eine gewisse Sprachenauswahl stattfinden lassen. Und im Vorfeld hat mein Kollege, der Herr Abt, schon über unser eDesk-Projekt referiert. Da wurde sich auf 10 Sprachen festgelegt, also die typischen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Chinesisch. Dann natürlich Corporate Design-Vorgaben, die wir berücksichtigen mussten, weil es gibt auch viele Anbieter, die IT-Compliance anbieten, aber da wir es in-house mit der TT Knowledge Force entwickelt haben, haben wir natürlich dann auch auf unsere Konzernrichtlinien Achtung gegeben. Wichtig ist bei IT-Compliance, dass man das Thema nicht trocken über eine PowerPoint-Präsentation vermittelt, beziehungsweise über normale Schulungen vor Ort, weil das ist gar nicht möglich, bei so einem großen Konzern dieses so umzusetzen. Von daher wurde die Entscheidung getroffen, dieses gesamte Thema über Web-based Training ja, anzubieten. Und wir haben ein eigenes LMS-System, die Future Zone, über wir das Training dann zur Verfügung gestellt haben. Genau. Hier mal ein kleines Beispiel. Ich werde auch gleich nochmal live in unser LMS-System hineinspringen, damit man sehen kann, wie wir das Training aufgebaut haben. Hier ist nun mal ein kleiner Screenshot, in dem alle Sprachen abgebildet worden sind. Wir haben einen Kurs zur Verfügung gestellt, der mit der Hauptsprache Englisch war. Und in diesem Kurs kann sich der entsprechende Mitarbeiter sein Thema oder seine Sprache aussuchen. Und sobald er die Sprache oder sein Dokument bearbeitet hat, hat er auch automatisch dann beim erfolgreichen Bestehen dieses Kurses ein Zertifikat in unserem LMS-System erhalten. Genau. Wo sind wir heute? Wir haben das ganze Projekt ungefähr im August gestartet. Wir haben 3 Module entwickelt, damit wir auch über einen längeren Zeitraum bei unseren Mitarbeitern mit diesem Thema präsent sind, weil es halt für den Konzern sehr, sehr wichtig ist. Wir haben diese 3 verschiedenen Module über einen Zeitraum von 2 Monaten ausgerollt. Wie hat das Ganze funktioniert? Wir haben in unserem LMS-System das Training angeboten, das jeweils entsprechende, und haben dann die Mitarbeiter über eine automatisch generierte E-Mail-Funktion darüber informiert, dass sie bitte dieses Training verpflichtend durchführen sollen. So, jetzt ist die Information an die Mitarbeiter rausgegangen,
aber wie man sowas halt auch von sich selber kennt, macht man es nicht immer sofort und vergisst auch schon mal gerne etwas. Damit das nicht bei diesem Thema passiert, haben wir eine E-Mail-Funktion hinterlegt, die automatisch nach einem Zeitraum von einem Monat die Mitarbeiter nochmals erinnert, dass dieses Training bearbeitet werden muss. Und so haben wir es fortgeführt bis zu einer dritten Mahnstufe. Und soweit mir bekannt ist, ist auch kein Mitarbeiter hinter diese dritte Mahnstufe gefallen. Von daher sind wir sehr zufrieden damit. Ja, natürlich muss man auch auswerten, welcher Mitarbeiter das Thema schon behandelt hat. Und da wir halt regional oder weltweit aufgebaut sind, haben auch die einzelnen HR-Verantwortlichen in den Ländern die Möglichkeit zu sehen, wie viele Mitarbeiter haben das Training schon beantwortet oder bearbeitet bzw. erfolgreich bestanden und welche Mitarbeiter nicht. Stand heute haben wir 3 Trainings ausgerollt im Zeitraum von August bis Dezember 2012, immer mit einem zeitlichen Abstand, damit die Mitarbeiter auch genug Zeit dafür haben. Der Grund, warum wir nicht alles in ein Training gepackt haben bzw. in einen Kurs, ist, dass wir einfach über längeren Zeitraum dieses Thema präsent bei den Mitarbeitern behalten möchten. Und jedes Training beschäftigt sich auch speziell mit einem anderen Thema. Wie man hier jetzt erkennen kann, wir sind im August 2012 mit dem ersten Training angefangen und können sagen, dass wir Stand heute schon 99% aller Mitarbeiter geschult haben. Wir reden da von ungefähr 25.000 IT-Usern, die wir im Unternehmen haben. Und in so einem kurzen Zeitraum ist das schon ein deutlicher Erfolg, die Mitarbeiter in diesem Thema so weit geschult zu haben. Bei den Themen IT Compliance 2 und 3 sind wir Stand heute bei jeweils einer Quote von 77% angereicht. Das sind ungefähr 18.000 Mitarbeiter in 3 bis 4 Monaten. Und auf dieses Ergebnis sind wir sehr stolz. Das zeigt auch, dass man genau mit diesem Weg oder der Produktion dieser Trainings ein gutes E-Learning geschaffen hat, in dem die Mitarbeiter auch Spaß, Spielspaß und Spannung haben. Und so soll es auch weitergehen. Wir sind mittlerweile in der Produktion von IT Compliance 4 bis 7, die in diesem Jahr ausgerollt werden und hoffen natürlich weiterhin solche guten Quoten zu erzielen und unsere Mitarbeiter zu schulen. Ja, vielen Dank.